ihr lieben Bücherwürmer. Ja, heute ist der 13. März, deswegen gibt es jetzt mein erstes Subsanktions-Update. Für alle diejenigen, die nicht wissen, was das ist, beziehungsweise welches Punktesystem ich habe, den verlinke ich einmal das Video dazu unten in der Infobox. Und zwar, ganz grob will ich nochmal kurz sagen, ich habe ja pro gelesenes, pro ausgesortiertes Buch, also pro gelesen und pro aussortiert, einen Punkt kriege ich auf mein Konto gutgeschrieben. Dann pro beendete Reihe kriege ich 2 Punkte, pro gelesenes E-Book kriege ich 1/2 Punkt. Und pro aussortiertes E-Book kriege ich 1/2 Punkt und pro neues Buch 5 Minuspunkte und pro neues E-Book 3 Minuspunkte. So, jetzt, ich habe ja im 1. Januar 2016 mit 107 Subbüchern angefangen und ich bin super mega stolz auf mich, denn ich bin jetzt, das habe ich jetzt vergessen zu gucken, mein Ziel ist es auf jeden Fall Ende des Jahres 60 Bücher zu haben und ich bin jetzt bei, na komm, ich habe vergessen zu gucken, 73 Subbüchern und das ist schon mal echt mega gut, von 107 auf 73 runter. Ja, jetzt einmal kurz, ich habe Bücher gelesen, 19 Stück, dann habe ich 5 Reihen beendet, 4 E-Books gelesen und 16 aussortiert und 10 E-Books aussortiert. So, dann habe ich 15 neue Bücher bekommen und 2 neue E-Books. So sortiert sich das halt. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, wie ich das aufgebaut habe hier immer. Die roten Striche sind meine Minuspunkte und die schwarzen Striche sind meine Pluspunkte. Man sieht, dass ich momentan sehr stark im Minus bin. Das liegt daran, dass ich mein Medium-Aufs-Paket bekommen habe und dadurch 6 neue Bücher auf meinen Sub gewandert sind. Ich bin, wie gesagt, aber gar nicht, ich finde das gar nicht so schlimm gerade. Für mich heißt es jetzt einfach, ich darf erstmal keine neuen Bücher kaufen, bis ich ein paar gelesen habe. Ja. Ich habe jetzt aber gemerkt, dadurch, dass ich schon bei 73 Subbüchern bin und das scheinbar echt gut läuft, werde ich das Punktesystem ein bisschen verändern, aber nur ein kleines bisschen, denn pro neues Buch, was ich bekomme, wird es jetzt keine 5 Minuspunkte mehr geben, sondern nur noch 4 Minuspunkte. Ist ja jetzt keine große Veränderung. Ich denke mal, dass ich es dann irgendwann Mitte des Jahres sogar auf 3 Minuspunkte setze, wenn es weiterhin so gut läuft. Aber so erstmal auf 4 Minuspunkte, dass das halt alles trotzdem weiterläuft. Ja, das war mein Update für meine Subsanktion 2016. Ich bin mega stolz. Von 107 auf 73 runter. Finde ich sehr, sehr cool. So. Ja, dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.